Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Thronebreaker. Die letzte Folge war ja gemischt, erst möchte ich Banditen, sagen. Jetzt das. Pech bildet gerne Strähnen. Mhm. Es trampelt in Soldatenstiefeln durch mein Land. Das wird Nilfgaard büßen. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist. Ja, also wie schon gesagt, die letzte Folge war ja gemischt. Einen Kampf musste ich aufgeben, den zweiten habe ich auch nicht so gewonnen, wie ich ihn hätte gewinnen können. Das zeigt einfach, dass ich mega unerfahren bei Gwent bin. Aber auch eine gute Möglichkeit für euch, mir hier und da vielleicht ein bisschen zu helfen, wenn ihr Bock darauf habt. Wäre auf jeden Fall cool. So, wir haben jetzt ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen Gold. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall weiter ausbauen. Zum Beispiel das Kommandozelt. So. Obwohl, ich glaube, hier haben wir eigentlich ja schon alles. Genau, hier kann ich nichts mehr ausbauen. Den Ausbildungsplatz kann ich noch weiter ausbauen. Plündererquartiere gewährt nach jedem gewonnenen Kampf Gold. Den Ausbildungsplatz, den machen wir mal. Der Ausbildungsplatz ist verfügbar und wird im Kommandozelt... Also, nee, und im Kommandozelt können neue Kampfeinheiten rekrutiert werden, das meine ich. Genau, den bauen wir jetzt erstmal aus. Dann ist auch eigentlich schon das meiste Geld schon wieder weg. Königin können wir... Wir könnten theoretisch noch die Schatzkammer ausbauen, aber das geht auch noch nicht. Aber die Werkstatt, die können wir auch noch nicht weiter ausbauen. Also überall fehlt es hier an Ressourcen. Tisch des Kartografen erhöht Mewes Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Aber muss ich erst die Werkstatt Rang 2 haben. Also ihr seht, so richtig weiter kommen wir hier streckenweise noch nicht. So, haben wir was an neuen Karten, die ich machen kann? Nee, aber ich kann es euch mal gucken bei meinen jetzigen Karten. So, ich habe zum Beispiel jetzt hier zwei von diesen Pikinieren drin. Das sind halt alles so Karten wie auch der Regimentstrommler. Die sind eigentlich ganz spannend. Aber ich kenne mich halt nur noch zu wenig aus, um zu wissen, was jetzt hier am Ende wirklich gut ist. Achso, ich habe jetzt alle Karten soweit ja verbaut, oder wie? Okay, ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht eine neue Karte hinzufügen oder so. Herstellung, Vorschau. Achso. Ah ja, so hier unten mache ich das dann, genau. Okay. Der Streitwagen, der ist wichtig. Graf Caldwell, Reynard Odo, auch ganz wichtig. Die Arbalest, das ist eigentlich schon eine sehr wichtige Einheit. So, den brauche ich auch, weil der bufft sich ziemlich gut. Ich glaube, auf diese hier kann ich eigentlich auch verzichten. Den Regimentstrommler. So, ein Krafttonikum. Das habe ich zum Beispiel nicht in meinem Deck. Halte ich aber für eine ganz spannende Karte. Aber ich kann sie nicht herstellen gerade. Warum kann ich die nicht herstellen? Weil zum Beispiel unten, die kann ich ja herstellen. Aber die hier kann ich nicht herstellen, das Krafttonikum. So, das sind jetzt die, den Streitwagen. Habe ich davon hier? Ja, davon habe ich zwei Stück. Genau wie von der Wagenburg. Aber ich habe noch nicht, ich habe halt noch keinen, die Feldsanitäterin habe ich, die habe ich auch zweimal. Also ich habe noch keine Karte nicht drin, bei der ich jetzt sofort sagen würde, wow, die brauche ich. Das kommt dann wahrscheinlich noch während des Spiels. So, hier liegen die Leichen rum. Ist ja auch nicht schön. Gehen wir lieber schnell weg. Wenn da Leichen liegen, gehe ich schnell weg. Mewes Streitkraft sah sich plötzlich einem nilfgaardischen Trupp gegenüber. Zum Erstaunen der Königin wies der Trupp jedoch keine Schlachtformation auf, sondern näherte sich dem königlichen Gefolge friedlich. Der Anführer war edel gekleidet und verströmte nicht nur Moschusparfum, sondern auch extremen Stolz. Ich bin Traernvard Vithir, Eure Majestät. Ich wurde beauftragt, Eurer Hoheit das Ultimatum der Streitkräfte des Kaiserreichs Nilfgaard zu unterbreiten. Der Gesandte brach das Siegel einer Schriftrolle, die er nach einem Atemzug zu verlesen begann. Ich, General Ardal Ebdahi, verlange die sofortige und bedingungslose Kapitulation von Lyrien und Rivien. Anderenfalls werde ich alle Städte, Dörfer, Weiler und Tempel niederbrennen.
eure Untertanen in Ketten legen lassen und eure Bewaffneten gefangen nehmen und an den Straßen aufhängen lassen, zur Warnung für die anderen Barbaren des Nordens. Ach so, und ich dachte, ihr wollt jetzt was von uns. Also bei diesen Bedingungen kann ich ja nichts anderes als... Als die letzte Drohung ausgesprochen war, verstaute der Gesandte die Schriftrolle wieder und stand in Erwartung von Mewes Antwort höhnisch grinsend. Er gestattete sich diese Insolenz, weil er glaubte, seine Immunität würde ihn vor dem Zorn der Königin schützen. Okay, jetzt können wir angreifen oder meine Antwort auf das Ultimatum bekannt geben. Eigentlich hat er sich ja schon eine ziemliche Frechheit erlaubt. Ich meine, er sagt uns jetzt hier gerade, dass er uns alle abschlachten wird, wenn wir Nein sagen. Also gibt es ja nur eine Antwortmöglichkeit aus seiner Sicht. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die alle fertig zu machen zwar ganz verlockend, aber ich glaube, politisch könnte es zu Problemen kommen. Deswegen probieren wir es erstmal auf dem diplomatischen Weg. Vielen Dank, Herr. Ein ausgefeiltes Schreiben, das Nilfgaards Überlegenheit über den hinterwäldlerischen Norden zweifelsfrei beweist. Die Stimme der Königin war frostiger als Mahakams schneebedeckte Gipfel. Es ergibt keinen Sinn, die Dinge zu verzögern. Hier ist meine Antwort an seine Exzellenz. Versuch es doch, Bastard! Damit sprengte Mewe davon und ließ die Nilfgaarder in einer Staubwolke zurück. Der Gesandte und seine Eskorte machten kehrt und gingen unter den Pfiffen und Schmähungen der Lyrier dahin zurück, wo sie hergekommen waren. Man muss mit dazu sagen, es ist aus diplomatischer Sicht schlauer, es so zu reden. Klar, die jetzt alle aufzumischen, das wäre jetzt schon ganz geil gewesen, aber das ist ja dann auch wieder eine Beleidigung und so weiter. So haben wir ihn zwar verbal beleidigt, den König, aber nicht seine Leute angegriffen. Das ist nochmal ein anderes Level, aber die Wichser schnappen wir uns noch und ich kann richtig die Fresse dick geschlagen. So, das lief ja ganz, ganz gut hier. Darauf erstmal ein bisschen Holz und einen Schatz. So, den wir uns irgendwie da hinten holen müssen. Wie kommen wir jetzt da hin? Vielleicht von der anderen Seite dann so? Na, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier unten wieder? Haben wir wieder die Korde und noch mehr Holz. Holz, Leute. Holz bringt Holz. Holz ist immer gut. Und Karten sind auch immer gut. So, Mensch. Was haben wir hier unten? Ein Kampf. So, wisst ihr was? Ich will mal ein bisschen üben. Ich gehe zu dem Kampf da unten hin und betue mich mal. Vielleicht... Oh, es ist ein Kampf mit Nilfgaard. Das sind ja die... Also die Schwarzen sind tatsächlich die Nilfgaarder, weil die einfach schwarze Flaggen haben. Alles klar, Nilfgaard-Angriff. Los geht's. Zip's Rap. Der nilfgaardischen Hauptstreitmacht folgten Plündertrupps. Sie leerten Getreidespeicher, stahlen Pferde und Wertgegenstände. Mewe sah zwar keine Notwendigkeit, diese Einheiten zu besiegen, um die Eindringlinge aus ihrem Reich zu vertreiben, doch sie hatte auch nicht die Absicht, sie zu ignorieren. Standardkampf. Okay, jetzt wird hier mal richtig gekämpft. Best of three, Leute. Los geht's. Sehr gespannt. Ah. Okay, was will ich raushaben aus meinem... Ah ja, eine Friedhofseinheit ausspielen, da wir aber nur eine von haben. Was habe ich jetzt hier? Ein Pikinier. Ja, das ist mir echt zu viel von denen. Nein. Ja, auf jeden Fall. So, wie viel darf ich noch? Einmal. Na, okay, ich würde es mal... Na, ich würde es mal damit probieren. So. Yes. 152, 154. Okay, los geht's, Leute. Wir müssen jetzt spielen. Eine Kopie wieder aus deinem Deck aus. Genau, das ist eigentlich eine gute Einheit für den Start hier hinten. So, eigentlich macht er wieder Schaden. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. So, die bufft sich halt immer, wenn ich das ziehe. So, immer wenn ich das ziehe, bufft die sich nämlich. Deswegen... Ich jetzt einfach noch eine davon. Ja. So. Ganz kurz mal.
Loyal, verbessere die Einheit um 5. Aber ist sie jetzt nicht verbessert worden? So, den Banner nach vorne. In Arfen! So. Gut, das machen wir jetzt. Jetzt könnte ich hier 3 Schaden machen, das reicht mir aber noch nicht. Obwohl ich könnte den Regimentstrommler setzen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, Befehl, spiele die oberste Blitzeinheit aus deinem Deck aus. So, kann ich aber noch nicht, weil es noch nicht aktiv. Gut, jetzt habe ich danach. Theoretisch würde das schon funktionieren, eine von denen oben wegzuziehen. Ja, die buffen sich jetzt nicht. Jetzt muss ich mich aufpassen. Schon wieder Schrubben. Oh Götter. So, jetzt mach ich erstmal genau. Oh ja, von mir aus. Kann ich jetzt was. Er hat jetzt die hervorgezogen. Also, jetzt muss ich die hinlegen, okay. Für Rivien! Für Rivien, Leute. So, jetzt kann ich mich die nehmen, hier hinlegen. Lyrien! Wenn 2 verbündete Einheiten erschienen sind, verbessere diese Einheit um 6. Nö. Nö. So, jetzt könnte ich eigentlich noch sie noch mit einsetzen. Man könnte sagen, okay, ich buffe jetzt zum Beispiel hier nochmal dich. So, genau. Damit habe ich jetzt hier nochmal richtig schön reingehauen. Perfekt. Ich habe jetzt gerade echt ganz schön Oberhand hier. Aber ich muss mal ein bisschen Schaden raushauen. Zum Beispiel... Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. So, hier mal ein bisschen was weghauen. Ah, okay, warte mal. Ich hätte den zuerst weghauen müssen. Na gut. Warum passt er jetzt eigentlich die ganze Zeit? So. Ich kann nicht mehr. Bam, 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 bam. Ich habe die erste Runde jetzt eh schon im Sack. Probiere ich jetzt gerade eher mal so Karten aus. Der Sold steht aus. Mal wieder. So. Ja, die könnte ich jetzt halt nach unten verschieben. So, na gut. Ganz schön gut dabei hier. 111, also irgendwie kommen die jetzt da gar nicht so richtig ran. Was willst du von mir? Ja, hab ja keine Karte auf dem Friedhof. Ach so, haha, dadurch, dass er jetzt immer passt, wahrscheinlich raucht er gleich mein ganzes Deck hier weg. Okay, wieso war ich gerade so dumm, ihn um 10 zu buffen? Aber gut. So, jetzt wird er natürlich nicht mehr passen. Ich habe die Runde gewonnen. Okay, aber er hat doch noch Karten da liegen. Ach, was weiß ich. Ich begreife das Spiel da sowieso nicht. So, okay, dann gib mal ein paar Kärtchen her hier. Kann es sein, dass ich mich hier gerade ziemlich hab die Karten aus. Ich mir grad, hab ziemlich die Karten aus der Hand nehmen lassen. Ich brauche ein Ziel. Meine Stiefel ist oben hin voll mit Sand. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Schütze zu Diensten. So. Neue Befehle? Nein? Das muss eine wichtige Lektion enthalten. Aber welche? Ja?
Irgendwie habe ich mich gerade ziemlich ins Ausspielen lassen. Warum haben die noch Karten? Ich habe jetzt keine Karten mehr. Hä? Warum habe ich jetzt eigentlich keine Karten mehr? Was habe ich jetzt hier schon wieder falsch gemacht? Warte mal. Ja. So, nochmal neu starten. Was habe ich jetzt echt gerade falsch gemacht? Wieso habe ich keine Karten mehr? Also warum habe ich gerade keine Karten mehr gehabt? Das hat mich jetzt echt mal ein bisschen gewundert. Okay, also ich darf jetzt anfangen. Okay, ich spiele wieder mal meinen loyalen Freund hier. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Er hat mich halt einfach out of cards gespielt. Voll mit Sand. So. Der hat 5. Wagenburg hier mal nehmen. Nilfgaard! So, machen wir jetzt. Einheiten schöpfen Befehl eine. Wieder und wieder und wieder. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. So, jetzt kann ich hier eigentlich schon mal gleich so eine Fünferkarte angreifen. Nehme ich jetzt mal Gesage, okay. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So, sehr gut, Zug beenden. ...152... ...154... Der Sold steht aus. Mal wieder. So. Warum kann ich jetzt hier gerade nicht passen? Will ich noch mehr Karten spielen? Das haben wir gerade schon mal erlebt, was dann passiert. Muss ich jetzt wirklich noch mal eine Karte spielen? Wir müssen nicht wissen, warum. So, jetzt passt er nämlich die ganze Zeit. Passe ich einfach auch. Ach so, okay, wenn beide passen, ist die Runde gewonnen. Ah, okay, verstehe. Okay, perfekt. Bin in der Karte so, eine Karte zum erneuten Ziehen aus. So. So, ich bin jetzt dran. Ja, Streitwagen. Du kannst los versuchen, geht's. Sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Okay, ich hab's begriffen. Jetzt, also. Schon wieder Schrubben. Oh Götter. So, jetzt muss ich eigentlich genau dich stellen. Lyria! Und dich weghauen. Perfekt. Ein Kerber. Ja. Oha. Hui. Ach, Scheiß. In zwei. Okay.
Okay, das ist die Zähigkeit, okay. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt sagen, ich könnte deinen Befehl nochmal erneuern. Oder ich spiele erstmal dich. Eine Lektion in dem. Gleich so, geht's los. Genau. Dann kann ich ein jetzt nämlich... Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Dich kann ich noch nicht weghauen. Shit. Aber dich kann ich weghauen. Ha, okay. So macht das Sinn. Jetzt haut er aber hier raus, ne? Aber ich spiele jetzt hier gleich... Genau, ich spiele jetzt gleich den. Dann kann ich... Alle Kopien dieser... Okay, ich kann es auf jeden Fall verbessere, jeden Zug zu beginnen. Oh ja, den muss ich ganz dringend weghauen. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Oh, fuck it. Okay. Dann nehme ich nämlich gleich alle hier stärker. Er muss jetzt voll spielen. Hä? Achso, es ist der Einsatz, kein Befehl. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Eikerser. Oh, jetzt haut er ganz schön raus hier. Aber ich habe noch gute Chancen. Und wieder an die Front. Oh, da haut jetzt aber meine Karte weg hier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ich kann nochmal um 10 verbessern. So, ich bin am Zug. Ah, sehr schön. Perfekt. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Und perfekt. Wow, sehr gut. 107, Leute. Ja, ich glaube, da kommt er jetzt nicht mehr ran. Ja? Er hat noch 3 Karten auf dem Deck, ne? Oh, er wacht sich nochmal hoch. Wendt ist ganz schön spannend. Der Kommissar hört davon. Oh Gott, nein, er schießt mich runter. Ich hab noch ein paar. Alter, jetzt haut er ja mal raus. Diese Nilfgaards, ey. So, wollen wir ein bisschen verbessern? Ja, eigentlich ist auch Wurst. Bei dem wollen wir verbessern. So. So, jetzt muss er, hat er nur noch 2 Züge, seine 2 Karten Zeit. Ach, Chase! Wow, 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 wow. In Twin. Oh. Kriegt er noch? Oh Gott. Und wieder an die Front. Wow. Hat's echt in letzter Sekunde noch wirklich geschafft, mich hier zu zerbölern. So, neue Befehle? Nein? Okay, dann erstmal eine Karte vom Friedhof zurückholen. Was willst du von mir? Wieder und wieder und wieder. Muss eine wichtige Lektion enthalten. Aber welche? So, die ganz schnell spielen. Hier rein. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten. Ja, um die 4 auch voll auszukosten. Ich glaube, die zweite Runde gewinne ich. Ja, das gewinne ich locker. Ja, gewonnen, Leute. Oh, Glück gehabt. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. So. Okay, Leute. So, geschafft. Oh, gewonnen, aber gerade so, ey. Haha. Okay, der erste richtige Kampf, den ich gewonnen habe mit meinem Deck und echt viel dazu gelernt, dass es, wenn er passt, ich nicht weiter Karten spiele. Das war ja richtig dumm. Aber guck, wie ich die jetzt aufgerieben habe hier. Die haben jetzt richtig schön auf die Fresse bekommen, ja. Scheiß Nilfgaarder.
Von Herzog Ardal, der bei Großkanzler und Kommandant der Heeresgruppe Ost, an Oberst Eowyn Val Glavid. Eure Priorität ist es, Dravograd zu erobern. Wenn wir die Stadt in den ersten Tagen des Krieges an uns reißen, stärkt das unsere Verbündeten in ihren Verhandlungen mit dem lyrischen Adel. Sorgt euch nicht wegen Königin Maeve. Berichten zufolge hat sie die Grenze gerade mit einer unbedeutsamen Streitmacht überquert. Sie stellt keine Bedrohung für euch dar. Von wegen. Die sind bis tot, Junge. Okay, Leute. Das war jetzt ganz cool, weil der erste Kampf, den ich mal unter echten Bedingungen gespielt habe und ich habe ihn gerade so gewonnen, viel dazugelernt. Ja, würde ich mal sagen, das ist eine gute Voraussetzung, um hier noch viel weiterzukommen hier bei Thronebreaker. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe hier auch in diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Nachsehen, dass ich vielleicht nicht immer der beste Spieler bin. Aber ich werde besser, das verspreche ich euch. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.